Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute ist Samstag und ich bin dabei zu essen. Es ist schon 12:45 bestimmt und bin jetzt gerade erst gestartet mit diesem Vlog. Bin eigentlich schon richtig lange in Aktion. Ich habe hier schon alles geputzt, abgeklort, bin aber noch lange nicht fertig. Das machen wir dann nachher zusammen, aber jetzt muss ich erstmal frühstücken und dementsprechend wünsche ich euch ganz viel Spaß heute. Entschuldigung, ich habe gerade meine Videos eingestellt und sofort auf angedrückt. Da müsst ihr meine Hustattacken hören. I'm sorry, aber kennt ihr ja. Guck mal, es ist wieder bewölkt, ne? Also ab und zu versteckt sich die Sonne hinter den Wolken. Und diese Hose, ne? Ich habe die Puderhose wieder an. Die ist so eng um den Bauch. Ich habe sie ja enger gemacht, den Reißverschluss, hätte ich fast gesagt, ist dieser Gummizug. So, jetzt müssen wir aufräumen weiter. Und zwar würde ich mal sagen, ich staubsauge als allererstes. Und wenn ich gestaubsaugt habe, dann mache ich mir einmal nochmal ein Chlorwassereimer. Und dann wische ich schon mal überall alles wieder ab. Weil ich habe da Brot und die Kinder auch. Und das will ich dann gleich mal mit absaugen und abwaschen. So, bleibt mal eben da. Ich komme, ich habe nämlich hier schon Wasser hingestellt. Gar nicht mehr viel Chlor da, ne? Ganz wenig. Das mache ich noch ordentlich rein. Einmal hier. Und dann hole ich mir auch schon Lappen. Und muss tatsächlich Lappen kaufen und auch Chlor. Ich habe alle Lappen weggeschmissen, mit denen ich geputzt habe. Das ist jetzt der letzte frische noch. Und die bringe ich mir nochmal einmal. Die Tische mache ich einmal mit frischem Chlor wieder. Ihr seid dann, die schmeiße ich weg, denn dann sind beide angebrochen. Das heißt, das kriegen beide dann die Hühner. Gebe ich mal hier mit hin. Und die Fernbedienung kann ich auch einmal abwischen hier. Und da hingehen. Die braucht jetzt keiner mehr, ich glaube. Jetzt ist auch endlich vorbei, glaube ich, mit Klimaanlage in Schauer. Also, die war wieder fleißig in Aktion, die Anlagen hier. Also die Kinder hier waren doch ganz schön auch wieder angemacht, weil es doch wieder richtig warm war, die auch krank waren. War die doch in Aktion immer mal wieder. Hier, der hat den Wasserschlauch wieder rausgeholt, den ich vorhin angemacht hatte. Und den hat er sogar wieder unten ins Lager getan. Das heißt, die Kinder haben schon richtig ihren Vater gewissen. Wir wissen ja auch, wann er hier ist. Der war wohl hier. Habe ich gar nicht gemerkt. Ja, meine Ohren sind ja auch nicht am besten. Ne? Nicht so schlimm, glaube ich. Gleich mal gucken wegen meinem Hundekram da, weil ich habe ja Hundefutter bestellt und die liefern immer relativ schnell. Ich glaube, mein Telefon ist aber oben. Nicht, dass ich das verpasse. Kugelwunderstein. Ja, die steht.
Steine am Strand, die sind hier berühmt in Alanya. Jeder, der herkommt, sammelt Steine. Wasserdienst hier. Die offene Wandschiffe waren immer. Der ist aber ja auch nicht mehr in Aktion jetzt. So bleibt jetzt erstmal aus. So. Müssen wir noch mal drin bleiben, dann werde ich einmal anfangen zu saugen jetzt. Auch immer noch eine halbe Stunde, ne? Die wäre schon ganz schön lange. Eine Waschsaugenaktion. Die muss ich auch alle nochmal waschen. Ich habe aber kein Flüssigwaschmittel mehr so richtig. Nur noch ganz gut, glaube ich. Trinken. Ich hab Durst. Gebe ich mir mal hier rein. Ich hab das immer
sie nicht ständig neu mischen. So, jetzt, ich habe keinen Schlüssel, ich war schon mit dem Nagel. Das ist sehr gut. Da ist gar nichts mehr drin hier. Hatte ich ja schon verdünnt letztes Mal. So. Na Mann, das muss ich einmal machen. Egal. Na, ich glaube, das reicht aber noch, ja? So viel braucht man da auch nicht. Nur ein bisschen. Und dann geht's los hier. Mit dem Waschen. Guckt euch mal die Hunde an. Süß. Maschallah, sie sind noch ein Stück gewachsen, ne, glaube ich. Oh mein Gott. Ich glaube, sie sind noch ein Stück größer geworden. Das ist er und das ist sie. Er ist immer ein bisschen dünner, ne? Bei ihm gucken immer die Rippen raus. Obwohl ich ihm schon mehr zu essen gebe als ihr. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kriegt er immer noch. Aber ein bisschen knochig sind Kranker, das müssen sie auch sein. Na gut, also. Dann geht's mal los. Das ist mir leider auch mal. Thank you.
alle. Nee, irgendwo kommt doch nichts mehr raus. Hä? Ist sie kaputt? Mal gucken, ob ich das mit Chlor rauskriege. Da habe ich ja als ich meinen Fuß, da habe ich geblutet und kriege das jetzt nicht raus. Dann werde ich das mal mit ein bisschen Chlor versuchen. So ein bisschen. Hier ist so ein Fleck. Der geht nicht raus, leider. Nee, geht auch mit Chlor nicht. Ist halt Blut, ne? Mal ein bisschen noch Chlor nehmen, so ein bisschen. Das Problem ist, wenn man sich dann draufsetzt, verfärbt die Kleidung halt. Ne? Ich werde das wieder rauswaschen. Nee. Zum Einweichen lassen. Scheibenkleister eigentlich. Naja. Nicht so schlimm. Ach ja. So. Ein bisschen überall mit Chlor abwischen hier, mit Chlorlappen.
abwischen einmal.